Guten Tag, heute geht's los. Heute treffen wir Element of Art und Hexerbauten Raubhudel. Was läuft denn für geniale Musik? Tja, ich kann's euch sagen. Social Network, Leute. Hört's euch einfach mal an. Ich höre den Soundtrack im Auto, seitdem ich den Film gesehen habe, 5-mal. Seitdem läuft er die ganze Zeit im Auto. Tja, muss schon einen Grund haben, warum der paar Oscars gekriegt hat. Also ich finde das Ding einfach genial. Ich kann übrigens, was ihr nicht wisst, zaubern. Ja? Hier sitzt jetzt nicht Hexer Baut und jetzt sitzt er gleich da. Da sitzt er nicht und jetzt sitzt er auf immer da. Na sowas. Ey. Ja, das ist Hexer Baut und Hexer Baut Musik. Und jetzt geht's weiter zum LVZ-Gebäude. Ich habe mal festgestellt, dass hier L und eine V und eine Z und dass es LVZ ist. Ja, ich dachte nämlich auch gerade, das sieht nämlich aus wie ein Z, ja. So, wir sind jetzt hier im Garten. Wir haben heute VIP-Besuch. Element of Art. Und Hexerbaut. Und Hexerbaut ist Musik, der baut auch Videos. Deswegen. Jetzt baue ich Musik. Videos. Musikvideos. Muss man das nicht mit, so richtig mit. Benzin machst du manchmal, ja. Ich weiß, das soll man eigentlich soll man das ja übers Fleisch machen. Aber ich mach's über die Kohle. Ah. Scherzkeks. Was denn, ne? Ja. Ist hier gezoomt oder was? Warte mal. Ist hier gezoomt? Ja, ist gezoomt. Das gibt's deswegen, das ist ja verrückt. Das ist ja unglaublich. Du bläst mit der Kamera noch die Flamme aus, Mensch. Oh ja, Entschuldigung. Heute kochen mit Hexerbaut. Ja, heute kochen wir Zucchini auf dem Grill. Zuerst. Als allererstes schneidet man den sogenannten Strunk, der auf der Seite sitzt, ab. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Und fällt den Kopf, der normalerweise hier sitzt, ab. Dann nimmt man die Zucchini und teilt sie nicht in der Mitte, wie ich das gerade vorhatte, das wäre nämlich falsch, sondern man legt sie erstmal schön aus. So. Und dann wegrollt. Dann fängt man ganz sachte an, schöne dicke Scheiben zu schneiden, was auch falsch ist. Nein, man schneidet dünne Scheiben. Die jetzt auch nicht wirklich dünn ist. Okay. Hab die irgendwie dickflüssiger erwartet. Richtiger Koch arbeitet mit den Händen. Genau. Lasche dann Feuer. Sieh mich schon wieder Carlos edlen Senf. Bautzer Senf esse ich nicht, weil der ist mir zu scharf. Und hier steht auch scharf drauf. Willst du mal testen? Oh, deshalb ist der noch so voll. Ja, ich esse ja kein Senf. Das ist nur meine Besucher. Kriegen nur die VIP-Gäste. Und da ich so selten VIP-Gäste kriege. Die Vlog-Gäste. Sieht auch schön aus. Ich werde mir mal jetzt etwas Fleisch drauflegen hier. Wir haben hier schönes aus dem Kaufland, schön aus der Massentierhaltungszucht, schönes Fleisch. Mh, sieht das lecker aus. Doch. Wir haben jetzt gegessen. Das sieht dann so aus, wie wir gegessen haben. Wir haben gegessen. Wir hatten heute einen schönen Sonntag mit Hexerbaut, der hinter der Kamera ist. Hallo! Und unseren VIP-Gast. Hallo! Das hat doch geschmeckt heute, oder? Ja, war ganz lecker. Ja. Zucchini gegessen. Ja, heute haben wir vegetarisch gebraten. Aber nicht nur. Nee. Nee, es gab auch Fettfleisch und Fettwurst und ich als Vegetarier habe mich von Fleisch und Wurst ernährt und bin da total stolz drauf und übergebe das Wort jetzt an Carlos. Ja, schön aus der Käfighaltung und achtet immer drauf, wenn ihr Eier kauft. Käfighaltung. Ich weiß, ihr habt auch Bodenhaltung, aber ihr müsst auf Käfighaltung achten. Was nützt das, ein glückliches Tier zu schaffen? Richtig, das wäre ja Verschwendung. Subtext, das ist nicht meine Meinung. So, also dann winken wir noch alle ganz schön. Spaß. Tschüss!
Tschüss! Ja, tschüss! Tschüss! Wir sind jetzt hier, haben Element of Art verabschiedet und jetzt sind wir hier mal kurz, ihr könnt es sehen. Ja, das könnt ihr sehen. Media City Leipzig. Ja. Wir sind hier in Media City, also hier gleich hinter uns ist der MDR zu sehen. Also die arbeiten alle nicht. Sieht nur so aus. Liegt daran, schauen wir, dass Sonntag ist. Nee, die arbeiten unterirdisch. Das ist hier nur zur Show. Die haben das alles unterwandert hier. Kilometerweit, große Anlage, die foltern die Menschen. Oh. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Guck mal hier, ein alter Jaguar. Der gehört bestimmt so ein Filmboss hier vom MDR. Filmboss, genau. Wahrscheinlich dem Oberschlechter. Das ist ja auch die alte Schlachterei. Ja, richtig. Ja? Das ist, was keiner weiß, MDR ist eine alte Schlachterei. Also genau, die schlachten Medien aus. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Die schlachten aber nicht so stark wie RTL, das muss man mal festhalten. Was ist denn das für ein Auto? Lego-Auto. Ich liebe Lego. Element of Art. Du warst doch nicht hier, ich zeig's dir. Hier geht's in den City-Tunnel. Also, das ist die Strecke, die von Leipzig nach Leipzig führt. Und es geht dann in diese Richtung. Und dort geht es zum Bayerischen Bahnhof in den Citytunnel rein. Ja. So hast du das auch mal gesehen. Und wenn du nicht hier warst, habe ich dich noch mal festgehalten. Ein Umlenklager, keine Ahnung, hier mit Drehscheibe. Schön. Was für der Eisenbahnfront. Das ist dieses Teil von innen. So, wir haben jetzt nur noch eine Minute hier drauf. Und deswegen sagen wir Tschüss. Hexabot und Carlos sagen Tschüss, das war's mit dem Vlog. Ciao, ciao. Der Akku ist. Wir haben die Tasche nicht mit, und der Akku ist nicht dabei. Genau. Und deswegen, tja, so ist es halt, ne? Da muss man auch mal.